Ihr kennt sicher auch die Leuchtspur des Turiner Grabtuchs. Befasst euch selbst damit und die Aufrichtigkeit von Wissenschaftlern. Untersucht sie. Aber all diese Begründungen unseres Glaubens ersparen uns nicht diesen Versuch, selbst Ja zu sagen. Der freie Wille, den uns Christus hier gegeben hat, in diesem Detail sozusagen ein Tor zu durchschreiten, um in seine Wahrheit einzutauchen, nimmt er uns nicht ab. Und das ist ein Willensakt, nicht ein Gefühl. Obwohl unsere Erfahrungen, Lebensschicksale, Voraussetzungen, Kindheitsgeschichten tief hineinwirken in dieses Erkennen und in dieses Ja des Glaubens, bin ich der Überzeugung, dass das alles in den Hintergrund tritt, in dem Augenblick, wo ein Mensch sich an Gott wendet mit dieser Sehnsucht nach Wahrheit. Gott, zeige dich mir, wie du bist. Du Leben, du Schönheit, du Gut.